Ja, bleiben nur noch zwei Grand Prix und dann hätten wir das soweit schon mal geschafft. Okay, jetzt bleiben nur noch zwei Grand Prix und ich wollte noch zwei Charaktere auswählen. Zum einen nehme ich jetzt mal Goemon. Aus der Mystical Ninja-Reihe, da ich auch sehr viele Gunbari Goemon bzw. Mystical Ninja-Spieler als Let's Play gemacht habe und noch machen werde. Ja, Leute, wagen wir uns diesmal in den Premium Cup. Dort erwarten uns Magma Castle 1. Moment, halt, das verdiene ich. Poppin Beach 2, Space Colony 2 und Ice Paradise 1. Na gut, Leute, auf geht's. Wagen wir uns in die weitere Strecken der Konami-Welt. Hier, diese Strecke soll beispielsweise Castlevania anlehnen. Ihr hört's auch schon an der Musik. Das war unfair. Okay, Takotsuke bleibt da hängen. Auch nicht schlecht. Ich bin gerade am Überlegen. Diese Melodie. Müsste eigentlich The Beginning aus Castlevania 1 sein. Nee, The Beginning war was anderes. Verdammt. Vampire Killer aus Castlevania 1. Wenn ich mich da gerade richtig erinnere. Oder ist es doch The Beginning? Scheiße, warum weiß ich das gerade nicht? Ah, egal. Auf jeden Fall. Nee, das ist definitiv. Ich bin gerade echt am Überlegen. Ich versuche der Musik mehr zu lauschen als irgendwie jetzt gerade alles andere. Nee, das müsste definitiv Castlevania 1 sein, also Vampire Killer, die Melodie. So viel müsste ich dementsprechend eigentlich. Wow, das war knapp. Wirklich mich einsinnen können. Ja, bei Castlevania 3 werde ich ja noch als Let's Play machen. Und wow, okay. Und dementsprechend ist die Melodie dort ja anders. Okay. Platz 4, scheiße, ich muss Dritter werden. Das heißt, ich muss meine Raketen. Ah, scheiße. Mal einsetzen. Ich bin Erster, hab dafür die Wand einmal knutschen müssen. Ich könnte auch eine Abkürzung fahren, aber das mache ich jetzt lieber nicht. Okay, wir sind auf jeden Fall jetzt auf den ersten Platz gelandet, wie auch immer. Okay. So, und ich lasse euch einfach mal davon düsen, bevor ich in den Abgrund fahre, weil das kostet uns nur unnötig Zeit hier. Sasuke? Yay, wir haben Sasuke als Spezialfähigkeit. Okay. Naja, ich weiß zwar nicht unbedingt, was die Spezialfähigkeiten alles bringen, aber sie sind schön anzusehen, wenn ich sie mal kriege. Ich meine, Sasuke habe ich sogar schon mal selber persönlich gesehen, da ich Goemon am liebsten nehme, neben Pavapuro. Okay. Und wir sind am Ziel, Leute. Yay. Die Siegesfaust von Goemon. Na gut. Das war ja noch recht simpel eigentlich. Ich glaube, die schweren Strecken kommen erst noch. Wobei, es gibt ja hier nach nur noch einen Cup, von daher gibt es nicht mehr allzu viel zu sehen in diesem Spiel. Eigentlich ein bisschen schade, dass es so kurz ist. Aber gut. Dementsprechend kann man ja noch Zeitrennen fahren und sich die Zeit anders vertreiben. Also es ist wirklich ein ziemlich kurzer Titel. Da hat man mit dem Launch-Titel, was gab es denn überhaupt noch alles als Launch-Titel? Ich kann mich daran erinnern, dass es Kuru Kuru Kururin noch als Launch-Titel gab für Game Advance. Dann irgendwie noch so ein komisches Puzzlespiel, welches ich gerade nicht bei Namen weiß. Ich meine, dass es sowas gab. Wie gesagt, ich weiß jetzt gerade den Titel nicht, was ich ein bisschen schade finde. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, bei... jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Genau, Super Mario Advance 1 hat man auf jeden Fall wesentlich mehr Umfang, da man... So! Da man dementsprechend auch mehr tun kann und nettes Extra dort gibt. Und ja, dementsprechend finde ich das hier ein bisschen mager, was den Umfang angeht eigentlich. Aber gut, für einen Launch-Titel, was soll man da erwarten? Also meistens sind die Launch-Titel ja nicht besonders umfangreich. Da wollen die Entwickler einfach nur einen Titel auf den Markt werfen und ihr Geld damit verdienen. Und das hat Konami in diesem Fall halt gemacht. Ich weiß ja nicht, wie gut dieser Titel überhaupt angekommen ist. Und dieses Spiel hat ja sozusagen für die Touch-Handys einen Nachfolger bekommen. Welchen ich jetzt nicht gerade bei Namen weiß, aber es gibt auf jeden Fall Nachfolger hier von für die ganzen Touch-Handys. Ich weiß gar nicht genau, ob das jetzt nur für Android oder für iPhone ist. Auf jeden Fall in irgendeinem Store gibt's das. Also für diejenigen unter euch, die solche Touch-Handys besitzen, sollte man ein Auge drauf werfen. Ist auf jeden Fall mal interessant anzusehen, das Rennspiel, also den Nachfolger. Dass er sogar auch hierzulande erschienen ist, wundert mich ehrlich gesagt. Naja, okay. Wir haben auf jeden Fall dieses Rennen jetzt auch gewonnen.
Und wir wagen uns jetzt schon zum dritten Rennen. Na gut, wir sind wieder bei der Space Colony. Ab in den Weltraum. Und auf geht's. Na gut, oh, verdammt, hier ist gleich schon eine Wand. Bisschen unfair, wenn ihr mich fragt. Ich überlege gerade, was soll das hier darstellen. Ich kann es nicht deuten. Oh, okay, das sieht aus wie... Ah, ja, ja, jetzt erinnere ich mich. Das ist dieser komische... Ja, dieser komische Panda aus Parodius 3? Ja, das war 3, der dritte Teil. Meine ich, wo der auftaucht? Oder? Ja doch, das ist der dritte Teil. Ich meine, der zweite Teil war er aber auch, oder erinnere ich mich da jetzt gerade wieder? Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall taucht dieser Panda definitiv in Parodius auf. Also soll diese Strecke bestimmt 100 pro an Parodius anlehnen. Was quasi eine Parodie auf Gradius sein soll. Aber warum die gerade Parodius hier als Strecke nehmen, ob anstelle von Gradius, ist mir ein Rätsel. Da hätten die wirklich irgendwie eine Strecke für Gradius machen können. Dennoch finde ich wirklich schon klasse, dass sie hier wirklich solch coole Strecken hier eingebaut haben. Ich meine, ich finde schon genial, dass Konami überhaupt hier solche Spiele entwickelt hat, wo die wirklich ihre Charaktere in einem Rennspiel hier beispielsweise einbauen. Oder YY World ist ja auch so ein Spiel. Da habe ich ja den zweiten Teil von als Let's Play gemacht. Und dort ist es ja auch so, dass sie dort verschiedene Konami-Charaktere in verschiedenen Konami-Welten sozusagen reingebaut haben. Also Konami mag wirklich deren Charaktere. Wobei ich es wirklich schade finde, dass es mittlerweile schon seit langem keinen neuen Gunbari Goemon-Teil mehr gibt. Das finde ich wirklich sehr schade. Und ja, ich finde schon genial, was Konami teilweise sogar fertig gebracht hat. Beispielsweise haben die ja auch einmal, wirklich einmal einen Pop-Music-Teil zu uns rausgebracht. Den gibt es hierzulande unter dem Namen Pop-Rhythm und ist für Wii erschienen. Ja, sonst die anderen Pop-Rhythm-Teile haben hierzulande nie das Licht der Welt erblickt, da sie ja sowieso dementsprechend auf dem Gameboy beispielsweise dort erschienen die meisten Teile. Ja, nur solche Chiptune-Sounds hatten und die dementsprechend hierzulande wohl nicht gut angekommen wären oder so. Naja, wie auch immer. Ja. Was gibt es sonst noch zu den Konami-Charakteren zu erzählen? Gradius müsste bekannt sein, Parodius ist bekannt. Ja. Metal Gear Solid ist eines der bekanntesten Spiele wahrscheinlich unter den Konami-Charakteren, die hier ihren Auftritt haben. Und Papapuro ist der einzige Charakter, der... Wir sind gerade bei Antarctic Adventure, also einem Spiel, welches Panjaro eigentlich angehört, bei einer Stage hier zumindest, die den angleichen soll. Nur mal so als kleine Anmerkung. Und die Musik, ja, ist auch aus Antarctic Adventure. Eigentlich einem Arcade- bzw. NES-Klassiker, aber Konami hat dieses Spiel auch auf einer Konami GB Collection rausgebracht, die hierzulande auch erschien. Und deswegen, ja, sind wir auch in Genuss dieses Spiels hierzulande auch einmal gekommen. Ich weiß nicht, beim NES kam das Spiel hierzulande, glaube ich, gar nicht raus. Und bei Arcade bin ich mir gerade auch nicht sicher. Aber egal. Was wollte ich gerade noch sagen? Wo ich mich jetzt gerade selber von habe ablenken lassen. Wir sind in der letzten Runde. So, okay. Wie war es mal mit was anderem als die anderen gewöhnlichen Upgrades? Scheiße, das war ein Pinguin. Panjaro, du musst mir nicht ständig hier im Weg rumhuschen. Okay, der zweite Platz ist uns sicher, das heißt, wir müssen den Sieg dann damit in der Tasche haben. Wenn wir halt noch vernünftig ins Ziel kommen, die Strecke ist mir zu rutschig. Na gut, wir sind Zweiter, Leute. Wir haben gewonnen. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob es für den Gesamtsieg reicht oder ob wir doch eine Punktzahl... Oh, oh. Ja doch, wir haben 30 Punkte. Wir haben den Gesamtsieg, Leute. Bisher läuft es ja wunderbar in diesem Let's Play. Finde ich mal ziemlich genial. Okay. Und wir stehen wieder auf dem Treppchen. Diesmal mit Goemon. Yay. Okay. Somit haben wir diesen Sieg auch in der Tasche. Yay. Ja, bleibt nur noch ein Grand Prix. Aber dazu müssen wir erstmal die Qualifikation schaffen. Also wagen wir uns direkt mal dran. Ja. Hier müssen wir diesmal 3 Tests bewältigen. Versuchen wir das Ganze doch mal, wie eine Zeitattacke bei Magma Castle 1, bei Magma Schloss. Okay, gucken wir mal, ob wir das mit Goemon hinkriegen. Das ist auch noch diese Scheißstrecke, okay, hier muss ich vorsichtig fahren. Oh, das Schlimme ist ja, dass ich 3 Runden überstehen muss hier. Ich meine, gut, die Strecken, die sind wenigstens recht kurz und so, aber
Ich muss ja diese Zeit wenigstens schaffen. Scheiße, wie viel war das jetzt nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. So, da fahre ich nicht auf dieses Turbofeld. Nein, das wäre in dem Fall jetzt nicht sehr angenehm, dadurch, dass es dementsprechend etwas gefährlicher ist. So, die Kurve habe ich gekriegt. Hier kürze ich mal ab. So, jetzt muss ich nur gleich die Kurve kriegen. Dann ist das schon mal wunderbar. So, geschafft. Okay, 35 Sekunden. Scheiße, das war ein bisschen langsam. Oh, wow. Okay, ich darf nur nicht in Abgründe fahren. Dann kann ich die Zeit auf jeden Fall irgendwie schaffen. Mit etwas Glück. So, und weg. So, diesen... Nein. Okay, das war jetzt sehr riskant. Das war jetzt wirklich sehr gewagt. Eigentlich wollte ich dieses Turbofeld möglichst meiden gerade. Aber das war jetzt Glück, dass ich wirklich da nicht in Abgrund gefahren bin. Und das war jetzt kein Können, Leute. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Das war jetzt wirklich einfach Glück, dass ich das so hingekriegt habe. So. Und Sprung! Scheiße! Okay, das hat jetzt Zeit gekostet. Das war nicht sehr toll. Das war scheiße. Okay, ich glaube, diesmal werde ich das hier noch nicht schaffen, diese Runde. Diese Strecke ist aber auch wirklich etwas mies. Wenn ihr mich fragt, mit diesen ganzen Löchern hier auf der Brücke? Naja, erinnert mich stark an Broken Pier aus Mario Kart Super Circuit. Dort hat die Strecke ja auch solche fiesen Löcher. Okay. Ich glaube, es wird nicht ganz reichen. Oder schaffe ich es noch? Komm, und... Wir haben es geschafft, Leute! Wir haben den ersten Test bestanden von 3. Das heißt, die anderen 2 muss ich auch noch irgendwie hinkriegen. Mal gucken, was mich dort erwartet. Okay, was haben wir hier? Wir müssen wieder ein Matchrennen fahren. Na gut, das dürfte doch diesmal etwas einfacher sein mit Goemon. Und diesmal dürfen wir gegen den Moai fahren. Okay. Und dann auch noch auf den Poppin Beach. Das ist aber der Poppin Beach 1, soweit ich mich noch entsinne. Scheiße, die Kurve ist viel zu scharf, als dass man sie vernünftig hier nehmen kann. Na gut, aber ich bin in Führung. Ah, verdammt, was mache ich? Ich habe fast gar nicht gesehen, dass die Kurve da so scheiße gebaut ist. Ich sollte mich mal teilweise an dieser Minikarte hier orientieren. Weil dadurch kann ich dann wenigstens sehen, was als nächstes für Kurven auf mich zukommen. Okay, jetzt hat dieser scheiß Moai mich hier einfach mal in Schwein verwandelt. Finde ich nicht gerade freundlich. So, endlich ist unsere Schweinsverwandlung vorbei. So. Okay, so weit, so gut. Wir haben das geschafft. Okay, ich mache mich mal... Obwohl. Nee, ich glaube, ich brauche gar nicht weitere Dinge einsammeln. Ich will mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt... Oh, ich mache das einfach mal. Wenn ich jetzt eine weitere rote Glocke einsammle... Scheiße, ich krieg's nicht hin. Ich wollte das gerne mal demonstrieren. Damit ich das wenigstens auch noch hinkriege. Na gut, klappt nicht irgendwie abzugraden, warum auch immer. Egal. Machen wir uns mal durchsichtig. Auch wenn es nicht wirklich viel gebracht hat jetzt. Egal, wir sind noch in Führung. Das heißt, dieses Matchrennen gewinnen wir definitiv. Es sei denn, er schießt jetzt noch fiese Sachen auf uns. Na gut, aber mit diesem Tempo-Magnet kriegen wir ja schon hin. Okay, nur noch wenige Meter, Leute. Das heißt, beten, dass jetzt keine Rakete mehr kommt. Und wir haben das Match. Nein, was? Ich bin... Nein. Uiuiui. Habe ich mich jetzt erschrocken, ey. Boah, scheiße. Aber ich habe es doch geschafft. Trotz, dass ich noch im Wasser gefahren bin. Da habe ich jetzt aber wirklich einen Schrecken bekommen. Ich dachte eigentlich, ich würde über Wasser fahren können. Aber scheinbar war es dort doch etwas tiefer, als ich angenommen habe. Na gut, einen Test haben wir noch. Ein Mockrennen. Okay. Gucken wir mal, wie das Ganze hier aussieht. Das Ganze muss doch auch machbar sein, dieses Rennen hier zu gewinnen und dann ausgerechnet auf diese Strecke, bei der ich ja so meine Probleme habe. Und hier muss ich jetzt auch noch Erster werden. Das kann ja wirklich lustig werden. Ah, ich wurde gegrillt! Scheiß Feuerbälle. Ja, toll, jetzt ist gut! Scheiße. Zweimal gegrillt, das ist nicht gerade fair. Okay, jetzt werdet ihr mir aber lästig hier. So. Einmal Gas geben. Ui. Okay, nochmal geröstet. Ja, super. Gleich mit dem Blitz in den Lava geschmissen. Na, super. Okay, Zeit für eine Abkürzung. Ich gehe nicht den großen Umweg. Auch wenn ich hier Angst haben muss, dass ich von diesen Feuerbällen erwischt werde. Na, danke. Okay. Vierter Platz. Kann ich das noch irgendwie aufholen auf den ersten? Ich glaube zwar nicht, aber... Versuchen wir das Ganze doch mal.
Okay, Moai überholt. Oh, wir sind schon wie ein Schwein verwandelt worden. Na gut, Paisley ist nur noch die einzige, die ich überholen muss. Das müsste auch irgendwie noch machbar sein. Innerhalb dieses Rennens. Oh ne, Moai wird mir lästig. Gut, Paisley wurde geplättet. Das habe ich gerade noch sehen können. Gut, wir haben den ersten Platz, Leute. Jetzt habe ich nur keine Fehler mehr machen. Ich riskiere es, hier durchzufahren. Ich weiß, es ist der größte Fehler. Ich wurde von irgendeiner Rakete getroffen, glaube ich. Der größte Fehler, den ich machen kann, aber egal. So, letzte Runde. Jetzt muss ich alles geben. Und drüber. Okay. Oh, scheiße. Was habe ich? Nur 3 Raketen. Na, schade, ich treffe keinen. Okay, das war knapp. Beinahe wäre ich auch in das Loch gefallen. Was da irgendwer da gelegt hat. Hier ist noch ein Schwein. Was zur Hölle? Von was wurde ich denn jetzt bitte erwischt? Okay, ist mir jetzt wirklich gerade ein Rätsel. Egal, vorsichtig fahren. So, und jetzt schnell abkürzen. Und beten, dass mich nichts mehr hier erwischt. Dann schaffe ich es auf jeden Fall noch. Okay. Und komm, nein! Ganz knapp. Toll, Paisley. Danke dir für nix. Na gut, versuche ich nochmal diese Runde. Und auf geht's. Okay. So. Na, Mensch. Oh, Leute. Ihr seid richtig lästig. Wenn so viele auf einer Brücke sind, da... Das ist echt nicht freundlich, dass ihr da so beschissen mit mir umgeht. Na toll, jetzt habe ich alle in Schweine verwandelt, außer die halt einen Schutz vor sich hatten. Wie beispielsweise Niami, die einen tollen Schutz hatte. Na klasse. Okay. So, jetzt muss ich hier echt zusehen, dass ich irgendwie nach vorne komme. Und dazu brauche ich schon gute Items, damit ich das überhaupt schaffe. Und das erstmal kriegen ist nicht gerade leicht. Okay. So, erste Runde haben wir geschafft. Wir sind aber immerhin schon auf dem zweiten Platz. Wow, scheiße. Aber dass ich wirklich so schnell auf den zweiten Platz kam, das hat mich gewundert. Also, da muss den anderen wirklich irgendwas passiert sein. Oder einiges. Dass ich wirklich so weit nach vorne kam. Okay, ich riskiere es und ich habe vergessen zu springen. Scheiße. Okay, vierter Platz. Der reicht mir nicht, um hier zu gewinnen. Nein, hier muss ich wirklich schon Erster werden, um diese Lizenz zu kriegen. So, scheiß auf die Raketen, einfach abfeuern. Okay. So. Und ich bin auf dem zweiten Platz schon wieder. Wo ist der Erste? Dracula ist der Erste, aber wo ist er? Oh Gott, ziemlich weit vorne. Ja, da muss ich ja wirklich mich bemühen, den zu erwischen. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt hier gerade hinkriege. Mit meinen Fahrkünsten hier. Das recht, wenn die Raketen beispielsweise die Gegner gar nicht erwischen. Da ist das schon mal ganz anstrengend. Wow. Leute, das ist wirklich heftig. Okay, Dracula, wo bist du? Ich kriege dich noch hoffentlich. Nee, sieht wahrscheinlich schwer aus. Es sei denn, er wird von irgendwas getroffen. Dann würde ich es noch schaffen. Ja, war klar, dass ich es nicht hinkriege. Er hätte wirklich noch ein Stück irgendwie zurückfallen müssen. Dann wäre das was geworden.